Hallo ihr Lieben, Schweighöfer Matthias hier an dieser Stelle. Wir drehen heute im BMW-Museum in München. So viele tolle Kollegen sind da. Detlef Buck, Friedrich Mücke, Tom Beck ist da. Die ganze Mannschaft ist heute mal angerollt, hier wieder zu drehen. Es ist eine sehr lustige Szene, aber ich verrate da noch nicht, worum es euch geht. Das erfahrt ihr in dem Clip, in dem Beitrag. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel gelacht. Da hat jemand richtig Leute gefurzt gerade im Hintergrund. So eine Schweine. Wirklich, hör mal auf. Geh auf Klo, echt. Ich hole mir jetzt ein Wasser. Und bitte. Ich sag's nur ungern, aber ihr Sperma ist so träge, dass die im Labor dachten, dass wir hier jetzt Faultiere züchten. Es gibt Menschen, die bleiben im Genpool und andere fliegen raus. Was mir so auffällt, ist, dass er halt wahnsinnig mitfiebert immerhin und dann auch noch immer noch eine Idee hat, die nicht irgendwie im Drehbuch steht. Und dann so, mach mal das, mach mal das, ja, ist lustig. Und dann sich auch selber immer totlacht danach. Das finde ich auch immer wahnsinnig gut. Das motiviert auch, wenn man merkt, der Regisseur hat auch Spaß. Daumen hoch. Super! Super! Diese Begeisterungsfähigkeit bewundere ich auch bei ihm. Was ist das? Was ist das? Ich muss auch nochmal, was ist das? Ist das menschlich? Echt? Ja. Was ist das? Ist das menschlich? Schönen Tag noch. We go global.